Hallo zusammen, heute ist der 10.3. Zeit für ein kleines neues News-Update. Ja, es soll wirklich kurz sein, denn ich habe eigentlich nur ein Thema und das ist der Zweitkanal. Nachdem ich angefangen hatte, das Let's Play von Minecraft hochzuladen, wurden halt ein paar Stimmen laut, die Besorgnis ausgedrückt haben. Dass die ganzen Minecraft-Kiddies jetzt kommen, dass jetzt das Niveau im Kanal sinkt und allgemein so ein wenig Untergangsstimmung. Das ist mir doch recht nahe gegangen. Denn es ist mir wichtig, was ihr denkt und wie ihr euch hier auch in dem Kanal wohlfühlt. Das ist ja schon quasi eine kleine Gemeinschaft, die sich hier eingebürgert hat. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, komm, mach einen Zweitkanal auf. Da wird jetzt alles Minecraft-artige ausgelagert und so sind die Zielgruppen voneinander getrennt. Das heißt, hier im Oldschool-RPG-Kanal haben wir immer noch schön unsere Ruhe, können uns austauschen. Und auf dem Minecraft-Kanal wird es dann wahrscheinlich etwas bunter zugehen, obwohl es bisher auch echt zivilisiert ist. Also kann man nicht sagen. Aber ja, ich denke, das ist die beste Lösung. So ist jedem gedient und meine anfängliche Besorgnis, dass das zu viel extra Arbeit ist, hat sich eigentlich auch schon fast in Luft aufgelöst. Ich muss jetzt ein E-Mail-Konto mehr checken und ab und an das YouTube-Konto wechseln, aber da gibt es extra einen Button für, also ist absolut kein Problem. Zu großartigen Ausfällen kam es auch nicht. Ich glaube, Gothic wurde anderthalb Tage mal ausgesetzt, aber ansonsten halt nichts. Das heißt, der Plan steht immer noch, jeden Tag eine Folge Anvil of Dawn, fast jeden Tag, also sagen wir mal 6 von 7 Tagen die Woche eine Gothic-Folge und alle 3 Tage, maximal 4 Tage eine Planescape-Traumen-Folge. Und zwischendurch versuche ich noch ein bisschen Dungeon Master reinzusäen, denn da wird der Bedarf ja langsam auch größer. Also es werden immer wieder Stimmen laut. Ey, du kannst nicht bitte wieder eine Dungeon Master Folge hochladen? Das versuche ich natürlich auch noch zu befriedigen. Aber da muss ich halt gucken, wie ich hinterherkomme. Dungeon Master ist halt noch ein Nebenprojekt und ich wollte es auch nicht zu einem Hauptprojekt jetzt emporheben, wie man so schön sagt. Denn ich habe einfach zu viel auf der Platte. Also jetzt allein die 3 Hauptprojekte auf dem Hauptkanal, dann nebenbei noch den Minecraft-Kanal ein bisschen befüttern, das ist sonst zu viel. Na gut. Das war's schon für dieses Update und bis bald.